Heute zeige ich euch mal ein paar Spülmaschinen-Lifehacks. Bei meiner Bosch-Spülmaschine kann ich den oberen Korb in der Höhe verstellen, damit eben auch hohe Gläser reinpassen. Übrigens könnt ihr bei fast allen Spülmaschinen alle farbigen Elemente umklappen, um mehr Platz zu gewinnen. Ich reinige meine Spülmaschine etwa einmal im Monat und fange zuerst mit den Dreharmen an. Die könnt ihr entnehmen und unter fließendem Wasser reinigen. Manchmal sammeln sich da nämlich zum Beispiel Eierschalenreste oder Kerne an. Die könnt ihr dann eben rausnehmen. Unten nehme ich dann den Korb heraus, reinige auch das Fach für das Salz, den Deckel einfach mit dem Silikonschwamm ausreiben und abspülen. Den Filter bekommt man tatsächlich nur schwer unter Wasser sauber. Legt ihn einfach oben in den Korb mit rein. Ihr könnt hier auch teure Spülmaschinenreiniger sparen. Ihr gebt jetzt nämlich 2 bis 3 Esslöffel Natron in den Innenraum und 20 ml Essigessenz ins Fach für Spültabs und reinigt die Ränder der Türen und Scharniere mit einem Universalreiniger. Die Dichtung könnt ihr auch rausnehmen, unter fließendem Wasser abspülen. Da sammelt sich nämlich auch richtig viel Dreck an. Und dann mit einem Silikonschwamm zum Beispiel die Reste in der Spülmaschine entfernen. Jetzt die Dichtung wieder eindrücken, das geht am besten mit ein bisschen Spülmittel. Und wenn ihr gerade eine ausgepresste Bio-Zitrone da habt, legt sie einfach oben mit rein als Spülmaschinendeo. Und jetzt könnt ihr die Spülmaschine einfach anschalten bei 60 Grad oder wie bei mir einfach im Maschinenpflegeprogramm. Und jetzt ist sie wieder blitzeblank.